Moin Leute, ich habe heute Jan Hegenberg zu Gast und er ist besser bekannt als der Graslutscher. Er hat halt den gleichnamigen Blog, den bestimmt viele kennen von euch. Ich habe sein Buch Weltuntergang fällt aus zugeschickt bekommen, mit der Bitte, es mir durchzulesen und dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ja, bevor wir starten, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Wer ist eigentlich der Graslutscher? Wer bist du? Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen was zu dir, dass wir so ein bisschen einen Einstieg haben. Ja, genau. Hi, ich bin Jan. Danke für die Einladung übrigens. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe im Jahr 2014 angefangen zu bloggen. Das war damals schon oldschool. Und die Leute haben gefragt, was bloggen? Ist das nicht sowas, was so man vor 20 Jahren gemacht hat? Ist das sowas wie MySpace? Weil ich damals ziemlich viel online diskutiert habe über damals eigentlich fast ausschließlich Veganismus, weil da sehr viele Mythen und Fake News im Umlauf waren. Und ich habe damals einfach so Facebook-Notizen gab es da noch. Da konnte man dann so wie so ein Online-Diary schreiben. Und dann hieß es, mach das doch nicht in Facebook, mach doch einen echten Blog draus. Und der hat viel, viel besser funktioniert, als ich jemals vermutet hätte. Und ich habe dann auch angefangen, immer mehr ein bisschen zu hinterfragen. Jetzt nicht nur anti-vegane Statements, sondern auch pro-vegan, habe gemerkt, okay, manchmal sagen auch die Leute aus meiner Peer Group nicht so richtige Sachen und habe dann angefangen, mich so ein bisschen so ja an wissenschaftlichen Publikationen zu orientieren und habe mir auch nicht immer Freunde gemacht. Es gab dann auch Leute, die es ziemlich blöd fanden. Und habe dann aber irgendwann so, ja, 2018 fing das so an, dass eigentlich Klima das größere Thema wurde und ich gemerkt habe, okay, ja, gerade, also vegan leben ist heute auch was anderes als noch vor 10 Jahren. Da war das noch voll Outlaw-mäßig. Mittlerweile ist es ja schon fast langweilig. Und habe dann eben angefangen, über Klima zu bloggen und dann eben immer mehr auch über Lösungen zur Klimakrise. Und da sind eigentlich, finde ich, noch mehr Fakes im Umlauf als zur Klimakrise selber. Ja, und als dann Fridays for Future anfing, da ging es dann richtig hoch her. Da weiß ich nicht, gab es ja tausende Meinungsartikel und da bin ich dann richtig so da drauf gegangen und habe gesagt, okay, das ist eigentlich das Thema, was jetzt eigentlich wichtiger ist als ja, wie sagen, wichtiger ist ja fast irgendwie so ein bisschen dieselbe Richtung, es sind so Teilbereiche vom selben großen Oberthema, aber Energie finde ich jetzt eigentlich das, wo richtig Feuer drin ist und deswegen habe ich da eben 2022 auch ein Buch zugeschrieben, genau. Mhm. Und dein beruflicher Background, der ist ja, glaube ich, eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Da können wir natürlich, kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Stimmt. Eigentlich bin ich studierter BWLer und habe lange als IT-Berater gearbeitet. Bin zu irgendwelchen großen Firmen gefahren, habe da große Datenbanksysteme installiert und Geschäftsprozesse implementiert. Ist was komplett anderes, als ich jetzt heute mache, ja, genau. Mhm. Und also da kann man natürlich jetzt auch die Frage stellen, was befähigt dich denn, so ein Buch zu schreiben, ne? Also also wenn du den Background nicht hast, klar, dein Blog vermutlich, aber erzähl mal, vielleicht kannst du es nochmal so aus deiner Perspektive erklären. Stimmt, also rein von der Fachexpertise gibt es natürlich unzählige Leute, die eigentlich die bessere Qualifikation hätten, so ein Buch zu schreiben. Ich glaube, meine Hauptfähigkeit ist einfach das Schreiben an der Stelle, dass ich, sagt man zumindest, meistens Texte zu trockenen Themen schreiben kann, die sich noch eher lesen lassen, weil ich die natürlich immer mit ein bisschen Humor würze und versuche, ja, da so eine Mischung aus Entertainment und Information hinzubekommen. Und das Thema selber habe ich tatsächlich einfach ganz, ganz viel gelesen in den letzten Jahren zu. Rein fachlich würde ich sagen, bin ich trotzdem am ehesten noch Laie. Und es gibt ganz viele Leute, sobald jemand ein, ja, keine Ahnung, Energiewirtschaftsstudium abgeschlossen hat, weiß der wahrscheinlich trotzdem mehr als ich. Aber ich fand es trotzdem wichtig, das Buch zu schreiben, weil ich bis dahin zumindest deutlich mehr Wissen angesammelt hatte, als so der Durchschnittsmensch in Deutschland hat. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ja, dass erstmal so die große Masse das Thema versteht. Und ja, dann können mich die ExpertInnen auch gern noch in der Luft zerreißen. Würde ich, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, also was da drin steht, fand ich jetzt insgesamt recht gut und fachlich, glaube ich, auch okay. Ich bin jetzt auch kein totaler Experte da, aber da glaube ich nicht, dass du da viel Ärger kriegen wirst. Das würde mich wundern. Ich glaube auch, also genau wie du es sagst, mein Eindruck war das auch, dass
man versteht es gut. Also es ist einfach geschrieben. Man kann das, ich glaube ich, als Laie wirklich echt gut in die Hand nehmen und kapiert das. Also das Problem, ne, wie können wir es lösen und so. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Okay, was ich mich auch gefragt habe, und das fand ich eigentlich fast den spannenderen Punkt, warum dieses Buch? Also das musste ich jetzt, das kam mir schon direkt in den Sinn. Also welchen Mehrwert bietet das, ne? Also ich meine, das ist nicht das erste Buch, das in diese Richtung geht. Und was war so deine Intention oder was wolltest du damit anders machen halt als andere vielleicht? Oder wolltest du auch einfach mal gerne ein Buch schreiben? Ist ja auch vollkommen okay. Also Ja, fast beides ein bisschen. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben, aber habe einfach nie es durchgezogen. Ich hab auf meinem Laptop, glaube ich, so 15 Buchentwürfe, die alle 3 Seiten lang sind, und dann habe ich es halt nicht durchgezogen. Und wenn dann ein Verlag auf dich zukommt und sagt, schreib doch mal ein Buch, Deadline ist dann und dann, dann macht man es halt. Ich hatte aber auch im Hinterkopf, dass tatsächlich Bücher immer noch eine unglaublich krasse Reichweite hinbekommen, wenn man es denn richtig anstellt. Also ich blogge jetzt seit 2014 und glaube, dass ich bei manchen Themen auch echt richtig gute Beiträge geleistet habe. Trotzdem ja, hören immer noch 50 mal mehr Leute Sukharit Bhakdi zu, der irgendwelchen Quatsch über Corona in ein Buch reingeschrieben hat, eben weil er es in ein Buch reingeschrieben hat und weil das dann auf Bestsellerlisten landet und weil dann Leute darüber diskutieren, weil es im Feuilleton dann kommt. Und das war so ein bisschen natürlich mein Hintergedanke, dass so ein Buch einfach ein bisschen mehr Strahlkraft hat. Ist ein bisschen ungerecht, weil, wie du sagst, es gibt Leute, die haben eigentlich genau dasselbe schon geschrieben. Ein bisschen komplizierter vielleicht, aber dafür umfangreicher. Bei denen orientiere ich mich ja auch. Also deren Bücher habe ich natürlich auch gelesen in Vorbereitung. Und wäre die Welt gerecht, dann wären deren Bücher schon so erfolgreich gewesen, dass meins gar nicht nötig gewesen ist. Aber leider ist die Welt so, wie sie ist. Nee, wie gesagt, also ich sehe jetzt schon noch auch einen Unterschied darin, dass viele Bücher, die ich bisher gelesen habe, deutlich mehr ins Detail gehen, also auch was einzelne Themen angeht. Oder vielleicht auch fokussierter sind auf gewisse Bereiche. Und dann ist es wirklich so ein schöner Rundumschlag, den man, also den kann man gut verstehen, ne? Also es ist wirklich, das muss ich sagen. Also ich glaube wirklich, auch jemand, der sich gar nicht mit dem Thema auskennt, hat da eine echt gute Chance, in diese ganze Thematik reinzukommen und so einen Überblick und eine Idee zu bekommen, worum geht es überhaupt. Und das ist eine gute Sache. Also. Okay, fangen wir mal an. Ich habe so direkt am Anfang, also ich muss zugeben, die meisten Punkte waren bei mir auch so besonders in der Einleitung und im Anfang, die ich interessant fand. Am Anfang zum Beispiel war eine Aussage von dir im Buch, dass unser persönlicher Konsum nur eine begrenzte Wirkung hat. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil zum Beispiel gibt es die Aussage, das hatte ich mal beim DIW in einer Studie gelesen, dass zum Beispiel nur 30% Fleischverzicht in Deutschland, also mehr nicht, ne? Natürlich jeder dann jetzt hochgerechnet, dass wir damit die Klimaziele, also die deutschen Klimaziele im Bereich Landwirtschaft vollständig erreicht hätten. Wir müssten nicht mehr tun. Es gibt natürlich noch andere Ziele außer CO2-Senkung, klar, aber ne, also jetzt, das war eher so ein Beispiel, wie viel das ausmacht, so ein Fleischverzicht. Und wie meinst du das? Also, dass unser persönlicher Konsum nur eine begrenzte Wirkung hat. Also auch, wenn man mal überlegt, was wir alles kaufen, verbrauchen und so weiter, ne? Wenn keiner ein Auto fahren würde, jetzt als Naja, klar. Extrembeispiel, dann gäbe es das ganze Problem ja gar nicht, oder? Ich finde die Zahl ehrlich gesagt überraschend jetzt vom DIW. Ich will jetzt nicht anzweifeln. Ich meine, ich bin Veganer. Also mich freut es natürlich, wenn der Hebel größer ist, als ich dachte. Ja. Also nur die Klimaziele des Sektors, ne? Nicht Ach, die des gesamten, Sektors. Ja, nur des okay. Sektors. Also Okay, okay. Ja, die das haben, glaube ich. Das genau, glaube ich. darum ging es. Das glaube ich. Das liegt auch einfach daran, dass unsere Klimaziele in Verkehr und Landwirtschaft so furchtbar schlecht in der Erreichung sind, dass da wirklich recht wenig eigentlich notwendig wäre. Genau. Das ist mal mega schwer in der Kommunikation. Ich will natürlich nicht sagen, verzichtet nicht persönlich. Also ich bin ja selber jemand, der wirklich versucht hat, alles persönlich runterzuschrauben. Ich habe nur einfach gemerkt, dass das alleine nicht reichen wird. Und möchte gerne darauf auch ein bisschen den Fokus setzen, weil ich ganz viele Leute kenne, auch aus der Bubble, die sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt das, ich habe mein Auto verkauft und ich esse jetzt kein Fleisch mehr und ich kaufe nur Secondhand. Und damit machen die aber so einen Haken an das Thema und sagen, ich bin damit auf der Seite der Leute, wenn alle das so machen würden wie ich, dann wäre eigentlich schon alles gelöst und deswegen laufen die dann los und versuchen, die anderen davon zu überzeugen. Was auch super geil ist, bin ich voll der Fan. Das Problem ist diese Message dahinter, dass damit bereits alles gelöst wäre, weil halt dieser Grundstock noch da ist. Also ich halte jetzt so Vorträge und da zeige ich mal meinen persönlichen CO2-Fußabdruck, den ich mal ausgerechnet habe. Und der liegt halt bei 4 Tonnen.
obwohl ich halt wirklich ja so fast alles mache, was man so machen kann. Bis auf meine Erdgasheizung in der Mietwohnung, die kriege ich leider nicht raus. Aber trotzdem sind 4 Tonnen halt immer noch krass viel. Also hochgerechnet auf ganz Deutschland liegen wir dann bei 320 Megatonnen im Jahr. Und das reicht natürlich. Ich glaube, damit würden wir irgendwie Klimaziele von 2022 noch erreichen und bis 2025 sieht es auch gut aus, aber danach rutschen wir natürlich wieder nach oben. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß, wenn man das so sagt, dann klingt das immer so, als wenn das andere keine Auswirkung hätte. Das ist natürlich auch nicht richtig. Ich freue mich über jeden, der sagt, okay, ich versuche es mal ohne Fleisch, ich versuche es mal ohne Auto und ich drehe die Heizung mal 2 Grad runter. Das hilft uns jetzt gerade natürlich auch total viel. Man darf halt nur nicht vergessen, dass die Systemänderung, dass wir die auf jeden Fall brauchen. Ohne die ist das alles nur ein Aufschub. Ja, ich denke, das Problem bei der ganzen Sache, wie du schon meintest, ist so ein Kommunikationsproblem, glaube ich. Oder wo ziehe ich die Grenze, ne? Was ist persönlicher Konsum? Da kann man ja von bis gehen. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, persönlicher Konsum ist alles Materielle oder so. Also wir sollten alle auf Autos und komplett verzichten. Wie gesagt, ich will das jetzt, das ist nicht meine Meinung, aber das Aber könnte ich wenn, ja auch ja. annehmen, ne? Und wenn das die Grenze wäre, dann würde ich sagen, dann haben wir auch unsere Ziele erreicht, aber dann würden wir wieder in der Steinzeit leben und das will natürlich auch keiner. Nee, finde ich okay. Also da kann ich nachvollziehen, was du sagst. Gerade aus der Bubble, die Leute, die dann vielleicht sagen, und damit ist es getan, da gebe ich dir vollkommen recht, das reicht auf keinen Fall. Also das reicht nicht. Also und trotzdem machen. Also wenn ihr Ja, da Bock drauf genau, habt, trotzdem machen, ja. super, ne? Also wie gesagt, ich finde das auch ganz toll und ich empfinde das auch immer als ja, schön und gut, wenn Leute das tun, aber es reicht nicht, ne? Da muss noch viel, viel mehr geschehen. Da gebe ich dir 100% recht. Dazu noch ein Faktor, wenn man anfängt, seinen eigenen Konsum runterzuschrauben, hat das übrigens einen zweiten supergeilen Nebeneffekt, das empowert einen so ein bisschen. Unabhängig davon, dass das vielleicht gar nichts bringt, also ganz, ganz wenig, jemand, keine Ahnung, sagt, ich esse jetzt jeden Sonntag nur noch vegetarisch, ist in Zahlen sehr wenig, aber das ändert was im Denken bei vielen Leuten. Die merken dann, okay, ich habe das jetzt gemacht und ich habe das auch geschafft und mein Leben ist nicht zusammengebrochen. Mir geht es immer noch ziemlich gut. Und das führt oft dazu, dass man dann vielleicht auch nochmal den zweiten und dritten Schritt geht und dann auch an die ganz großen Räder dran geht und sich überlegt, was könnten wir denn noch viel Größeres machen? Also deswegen macht das ruhig. Und auch wenn andere Leute erstmal lächeln und sagen, ach ja, aber das bisschen, das bringt ja gar nichts. Geht erstmal darum, mit der Idee groß zu werden. Und das hat vielleicht manchmal eine viel größere Wirkung als, ja, weiß ich nicht, was jetzt messbar wäre. Ja, ich glaube, man kann aber auch sagen, dass jetzt, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die auch sagen, ich will das nicht oder habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, da man muss jetzt sich jetzt auch kein, glaube ich, total verrückt schlechtes Gewissen machen, wenn man da nicht so viel hinkriegt. Ne? Also das ist ja auch viel, was glaube ich viele missverstehen. Ich glaube auch viele Aktivisten und so weiter. Okay, einige vielleicht schon, aber auch viele verlangen das, glaube ich, nicht unbedingt von anderen, das zu tun. Es ist wirklich eine persönliche Sache. Es wäre gut, ne? Also wie gesagt, zum Beispiel 30% Fleischkonsum, ich finde das jetzt nicht so dramatisch, ne? Also das können ja, Ja gut, kann was soll ich man, da sagen? ja klar, als Ja. Veganer, klar, aber das kann man echt schaffen, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das ein unendlicher Verzicht wäre, den man da erreichen muss. Und Also das vor allem würde halt sehr helfen. 2022, ne? Also du kannst ja jetzt in jeden Burger King reingehen und da ein plant-based Big King XXL kaufen. Ja. Der schmeckt sehr gut. Keine Werbung für Burger King, aber geht irgendwo hin und holt euch ein pflanzliches Patty. Das schmeckt super geil. Das ist wirklich einfach. Ich glaube auch, die meisten wollen nicht sagen, macht das alle. Das Problem ist ja auch, dass nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Klar, bei Fleisch ist easy, aber wenn du jetzt allen sagst, schafft bitte euer Auto ab, da sagen die Leute hier in Wiesbadener Westend, ja, okay, easy, kein Problem, ich fahre hier mit dem Bus. Aber die Leute, die 40 Kilometer hier weiter draußen wohnen, die sagen natürlich, okay, cool, danke für gar nichts, wie soll ich das machen? Ja, Das klar. Ding ist immer so schwierig, ja. Ja, nee, das sehe ich auch so. Also da hat auch jeder wirklich ganz andere Voraussetzungen und das muss man auch sehen. Also da denke ich halt auch. Du sprichst ja von Weltuntergang, das steht in deinem Titel. Betrachtest aber praktisch gesehen nur die Energie- und die Verkehrswende. Ich meine, es gibt jetzt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Ja. massiven Problemen, ne? Also wir verlieren biologische Vielfalt, das ist eine Katastrophe. Und da ist der Prozess wesentlich weiter vorangeschritten als die Klimakatastrophe, sage ich mal, oder die kommende. Ne, die Meere sind wahnsinnig stark verschmutzt. Wir haben überall Kunststoff mittlerweile drin. Also das ist einfach total krass, wo man mittlerweile überall irgendwelche Kunststoffe findet. Das ist auch gruselig.
Ne? Also da, tausend Sachen eigentlich. Ich glaube, es gab jetzt vor kurzem noch eine sehr, sehr schöne Publikation. Da war das hat das Quarks und Co. hat das schön aufgemalt mit so einem Rad. Und dann konnte man halt sehen, wo stehen wir eigentlich bei welchem Problem. Und das fand ich halt echt, ja, Ja, ist frustrierend, ne? will man eigentlich gar nicht sehen, aber ich meine, es hilft ja nicht wegzugucken. Wir denken auch noch nicht so in Kreisläufen. Das ist auch irgendwas, was mich wahnsinnig stört. Ne? Also alle reden immer, lass uns dies und das machen, aber wir haben eigentlich gar keine richtige Kreislaufwirtschaft. Also wir haben kein gutes Recycling bei vielen Sachen. Wir schmeißen es weg, verbrennen es dann und wir haben nicht unendlich Ressourcen. Wenn wir das halt machen, dann kriegen wir halt Probleme. Warum diese Fokussierung dann auf das Thema und wieso dann dieser allgemeine Titel? Ne? Das hat mich, da muss ich sagen, da weiß ich nicht. Also vielleicht war das auch gar nicht so beabsichtigt, aber vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, doch, klar. Also tatsächlich war es zuerst beabsichtigt, mehrere Themen zu machen. Ich wollte eigentlich was schreiben über Energiewende, über Verkehrswende, über Ernährungswende, weil das dann zumindest in jeden Bereich mal reinstrahlt. Also gerade unsere Landwirtschaft ist ja ein Problem, was Artenvielfalt angeht. Ich habe einfach gemerkt, dass 270 Seiten einfach überhaupt nicht ausreichen, um wirklich alle drei Themen auch nur annähernd irgendwie so anzugehen. Und habe dann einfach gesagt, okay, da muss ich nochmal Weltuntergang vielleicht aus 2 und 3 schreiben. Denn also gerade Artenvielfalt, das macht mir eigentlich auch ähnlich wie Sorgen wie die Klimakrise. Es war einfach nicht genug Platz da. Und ja, das stimmt. Wenn man es so sieht, man könnte es auch sagen, selbst wenn wir die Energiewende schön hinbekommen und die anderen Probleme aber links liegen lassen, dann haben wir trotzdem, ja gut, Weltuntergang ist ja sowieso mal so ein schwieriges Thema, aber dann haben wir zumindest Zivilisationsuntergang und haben halt nichts zu essen mehr. Das ist richtig, ist natürlich zugespitzt. Man muss leider bei Buchtiteln immer so ein bisschen zuspitzen, weil ansonsten lesen die Leute alle andere Bücher. Kann man gar nicht kritisieren. Irgendwo muss man leider den Abstrich machen. Nee, nee, ist in Ordnung. Also ich verstehe das voll und ganz. Mich hat nur noch mal so deine Meinung dazu Ja, einfach interessiert. berechtigte Frage. Also was jetzt so, sag ich mal, ich gehe nochmal Richtung Thema Primärenergie, also die Effizienzsteigerung und damit letztlich ja die Senkung der Primärenergie. Das ist ja, sag ich mal, so das relativ große Ziel, was wir haben, ne, durch Nutzung von effizienten Technologien wie E-Autos oder Wärmepumpen. Da ist halt auch die Frage, und das kriege ich auch oft gestellt, wenn ich mal solche Beiträge mache, ne? Kann da wirklich jeder auf der Welt von profitieren? Ne? Also ist das mit unseren Ressourcen wirklich machbar? Du hattest das auch ein bisschen angeschnitten. Also besonders in unserer jetzigen und sehr materiell ausgerichteten Welt, ist das mit der Güterverteilung nicht auch ein gigantisches Problem? Also kriegen wir das wirklich so hin mit dem ganzen Ding? Also in Deutschland, glaube ich, können wir das gut schaffen und das wird uns auch helfen, aber weltweit, da habe ich immer wirklich Sorge auch, muss ich auch zugeben. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, ob das möglich ist überhaupt. Weiß Du nicht, ob. meinst jetzt, dass wir eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen, dass wir Ja, bleiben wir mal, also nehmen wir mal E-Autos als Beispiel oder Wärmepumpen, ne? Also kann jeder auf der Welt sowas haben irgendwie? Wird das möglich sein überhaupt? Ich frage mich das schon. Also wenn jeder so leben würde wie wir, wahrscheinlich nicht. Aber wie ist Ja, da deine das Meinung zu? Also. ich hoffe nicht, dass die ganze Welt jetzt versucht, die deutsche das deutsche Mobilitätssystem zu übernehmen. Ich glaube, das ist ja wirklich fatal. Also ich wollte es jetzt nicht vermischen, weil das dann immer so schwierig ist. Ich wollte natürlich, zuerst habe ich überlegt, ob ich sage, pass mal auf, so viel Energie verbrauchen wir bei 48 Millionen Verbrennerautos und so viel bei 48 Millionen E-Autos. Und dann eigentlich nochmal im zweiten Schritt und so viel, wenn wir, keine Ahnung, halt nur 10 Millionen Autos benutzen. Das Problem ist, dass man argumentativ dann oft wahrgenommen wird als jemand, der das so ein bisschen faked, weil ich dann so tue, als wenn wir unsere ganze Energie einfach runtersenken. So als wenn ich sage, ja, wir schaffen das schon mit Erneuerbaren, indem wir einfach alle Sektoren total runterziehen. Deswegen, ich bin erstmal auf demselben Level geblieben, um zu zeigen, dass Erneuerbare als Technik robust genug sind, um selbst das zu schaffen. Das stimmt. Es gibt auch noch ein Kapitel, das hast du leider nicht ins Buch geschafft, weil irgendwo gekürzt werden musste. Da frage ich auch, okay, wie sieht das alles aus, wenn wir jetzt nochmal weniger machen, wenn wir weniger neue Häuser bauen und weniger Autos benutzen und generell unseren persönlichen ja, Material-Impact runterziehen, ist nur eben auch ein Riesenthema. Also allein das zu berechnen, ist super schwer. Wo fängst du da an? Die verschiedenen Sektoren sind ja auch noch ganz unterschiedlich aufgestellt, was das angeht. Also Batterierecycling wird wirklich ein Thema sein. Da entstehen halt gerade allein in Europa, glaube ich, 20 Standorte. Aber was mit den ganzen anderen Sachen? Allein da Daten zu finden,
ist wirklich eine Katastrophe. Und ja, das stimmt. Also ich hoffe, dass wir schon allein deswegen von da wegkommen, weil es sinnvoller sein wird. Weil ist jetzt ein bisschen Argument from, ja, also sehr persönliche Sichtweise, aber ich habe ja kein Auto mehr, weil ich Sharing Cars benutze. Und das mache ich nicht nur, weil das umweltfreundlicher ist, sondern weil es einfach viel, viel lässiger ist, weil das meine Freiheit viel mehr vergrößert. Und ich gemerkt habe, so ganz viele Sachen besitzen ist für mich irgendwie gar nicht so erstrebenswert. Ich will das gar nicht, weil das mein Leben super kompliziert macht. Wie viele Leute wir davon auch überzeugen können, das ebenso zu machen, ist eine große Frage. Ich hoffe nur, dass ja, sich das als Maßnahme durchsetzt, dass das immer mehr zu mehren schwierig wird. Und ich glaube eben auch, dass es teurer wird. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft so einfach sein wird, für alle Leute in der ganzen Welt zu sagen, ich mache das genauso wie ja, Nordamerika. Ich baue mir auf die grüne Wiese ein großes Haus mit einer riesen Grundfläche und zwei ungedämmten Stockwerken und da müssen noch drei Autos hin. Und ich glaube, da werden uns tatsächlich die Rohstoffe einen Strich durch die Rechnung machen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ein bisschen schwierig werden. Also allein die Baubranche in Deutschland sagt ja gerade, Material, ja, schwierig. Ja, und bin ich bei dir. Ich befürchte auch, dass da leider einiges auf uns zukommen wird. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Kann ich ganz gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe noch eine ganz, also das ist eigentlich eher so eine Nebenfrage, oder eher eine Bitte. Du hattest da gab es eine Grafik bei dir, so ein Tortendiagramm zu den Sektoren, und da hast du gesagt, 73,2% sind Energie. Und da war ich überrascht, muss ich zugeben, dass die Zahl ist mir so noch nicht untergekommen. Könntest du mir da die Quelle nochmal nachreichen? Ich habe die jetzt irgendwie nicht gefunden. Ist hier nicht im Buch drin? Das müsste Our World in Data sein. Also das ist so ein die sind angeschlossen an die Ja, ich Oxford-Universität kenne und die, mag ich ja, auch sehr genau. gerne. Okay, Ja, ja, müsste genau. mal nachgucken. Wie gesagt, Also ich die hatte. benutzen, ich verlinke es dir gerne gleich. Also die haben so eine riesen Energy Landing Page und da ist das immer, da ist das auch viel besser aufgedröselt. Natürlich nochmal. Nach Energie, Industrie sind halt alle Zement und so ein Zeug und auch Landwirtschaft war nochmal aufgedröselt und Müllverbrennung, glaube ich. Ja, schicke ich dir gerne. Hätte ich auch lieber detaillierter ins Buch reingepackt, aber ich habe halt nur eine Schmuckfarbe gehabt und das war super unübersichtlich, deswegen musste ich es ein bisschen kleinstampfen. Ja. Okay, alles klar. Du hattest ganz kurz angeschnitten, wir hatten es jetzt gerade schon mal so ein bisschen ähnlich, aber ich weiß nicht, auch relativ früh im Buch stellst du die Frage, und das fand ich wichtig, ne? Woher kommen die Rohstoffe für die E-Autos zum Beispiel? Das ist auch so eine Frage, ich kriege die tausendmal gestellt. Und da fand ich, hast du so ein bisschen relativiert, also du sagtest halt, wir verbrauchen auch jetzt schon wahnsinnig viele Rohstoffe, und das stimmt, ne? Also die Autos, auch die wir jetzt nutzen, die sind da keinen Deut besser oder so, möglicherweise eher schlimmer. Das kann man jetzt drüber streiten, auf jeden Fall. Aber beides verbraucht definitiv viele Rohstoffe, das ist der Fall. Aber hier ist auch wieder der Punkt, wo ich sagen würde, da ist halt Kreislaufwirtschaft wäre das absolut Wichtige. Also das wäre das, was es eigentlich ändern würde. Und das hatte mir da ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben, an der Stelle, genau. Ich verstehe aber auch, es ist auch nicht immer ganz trivial, da an Ja, alles zu denken. es ist Das ist. tatsächlich genau. Also das stimmt auch. Das ist als Gedanke deutlich weniger drin als jetzt in meinem Denken. Das ist halt leider auch so, man schreibt so ein Buch, dann kommt das raus und 6 Monate später, wenn man dann so auf manche Kapitel guckt, denkt man, ah, okay, würde ich jetzt heute doch mal ein bisschen anders schreiben. Das stimmt. Es gibt da halt so drei Fehlinformationen, riesige, die, finde ich, gesellschaftlich total etabliert sind. Eine ist, E-Autos verbrauchen mehr Rohstoffe als Verbrenner. Und das zweite ist halt, dass sie giftiger sind als Verbrenner. Und dann kommt als drittes irgendwie, dass man ja sozusagen so die das schwappt dann so ins Gegenteil, dass Leute dann sagen, ja, einfach gar keine Autos benutzen, das ist am allerbesten. Und da muss man immer so ein versuchen, so alle drei Punkte so ein bisschen auszutarieren. Das gelingt eigentlich nie so richtig, aber das stimmt natürlich. Ich habe halt hauptsächlich erstmal die erste dieser Nachrichten adressieren wollen, zu sagen, okay, also wenn es euch wirklich darum geht, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, dann ist ein Verbrennerauto auch keine gute Idee, denn das ist momentan, was man so in Kommentarspalten liest, so nach dem Motto, oh ja, guck mal, Lithium, da fahre ich lieber weiter Diesel. Das ist so das Erste. Und
Ja, das stimmt natürlich. Man kann auch gerne bei den E-Autos dann als zweites fragen, brauchen wir davon so viel? Wie viel Kupfer und Lithium graben wir weiter aus der Erde und wie viel benutzen wir von dem, was wir ohnehin schon auf der Müllkippe rumliegen haben? Und ja, stimmt. Viel zu wenig. Auf Ja, jeden Fall. Ja. also ich hatte immer den Eindruck auch so ein bisschen, und das fand ich eigentlich auch irgendwie ganz schön, weil ich das, glaube ich, nachvollziehen kann, dass auch viel von deiner persönlichen Arbeit da drin steckt. Also die Ja, Antworten, die du ja. gibst, die kommen auch, glaube ich, sehr, auch so sehr aus deinem Blog oft motiviert mit den Menschen, mit denen du dich so auseinandersetzt. Das habe ich oft so ein bisschen rausgehört, und das fand ich aber auch sehr sympathisch irgendwie, ne? Also man merkt so ein bisschen, da steckst du wirklich drin, und das fand ich ganz cool. Nur noch mal, glaube ich, zum Verständnis, also wie ich das zum Beispiel wahrgenommen habe. Ja, ist auch so. Ja, und also Atomausstieg, das war auch noch so ein Thema. Da hat es auch ein bisschen was zu geschehen. Also ich hasse dieses Thema wirklich. Also Ja, ich auch. ich kann es nicht mehr lesen. Ich finde es völlig überhitzt. Also ich denke immer, das ist sowas von drüber. Also es ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber dieses Streit um diese drei blöden AKWs, ne? Also das ist albern. Also ich weiß es, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich Also gebe mir ganz genauso. Ich mache morgens Twitter auf und sehe, dass irgendjemand getweetet hat, wie wichtig das ist, dass die jetzt weiterlaufen oder dass die jetzt sofort abgeschaltet werden müssen. Ich denke nur, boah, Leute, können wir bitte unseren Horizont mal auf 3, 5, 10, 20 Jahre wenden? Weil, ob diese drei Dinger jetzt weiterlaufen, das hat für die nächsten 6 Monate eine Auswirkung und dann ist es egal. ja, und selbst die ist ja begrenzt, ne? Und Also selbst da, wir ja. haben trotzdem kein Gas. Also wir brauchen Gas nicht nur für Strom. Das ist immer was, ich kann das nicht oft genug sagen. Wir haben halt kein Stromproblem. Das können wir bekommen, keine Frage. Und das will ich auch nicht runterreden. Aber wir haben ein Energieproblem, und zwar ein Ja. großes. Und da gehört deutlich mehr dazu als nur diese drei AKWs. Und mir gefällt einfach nicht also man fokussiert sich auf so kleines Rädchen irgendwie, obwohl Ja, wir ein genau. ganz, ganz großes zu drehen haben. Und das mag ich nicht. Also das ist wirklich eine Ablenkung von ganz wesentlichen Themen. Und das ist ein Problem, was ich da sehe. Total. Mag Das aber ist auch an Twitter und der Bubble liegen, aber ich hatte den Eindruck, dass es auch sehr, sehr politisch motiviert ist. Also Ich glaube, es gibt gerade gewisse politische AkteurInnen, die merken, dass sie eine Menge Fehler gemacht haben und jetzt versuchen, darüber das so ein bisschen davon abzulenken, so ein ja. bisschen. Was doppelt absurd ist, weil die eigentlich beim Atomausstieg auch dabei waren, aber das vergessen die meisten. Und was du meinst, wahrscheinlich, es wird so eine Monokausalität aufgebaut, so nach dem Motto, okay, wir haben hier ein Riesenproblem, lass einfach die drei Kernkraftwerke weiterlaufen und dann wird alles super. Und das ist halt mega naiv. Also, ja, Ja. da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Das sehe ich genauso. Und wie du sagst, danach geht es ja weiter, ne? Also wir haben ja Ja. nicht nur den kommenden Winter, danach kommt ja noch einer. Also, und wer weiß, was noch, Surprise, ne, ja. und was noch alles passiert. Also ich meine, im Moment ist es einfach, ich weiß nicht. Also ich halte das für sehr, aber ich denke, wir sind uns da einig. Okay. Du hattest auch geschrieben, und das fand ich interessant, dass Atomausstieg und Energiewende, also so als Thema hat es das genannt. Und du meintest, dass so mangelnde Energie, dieses ganze Thema auch gerne damit in Verbindung gesetzt wird, weil das irgendwie, und da fand ich interessant, also wie kommst du darauf? Sind das irgendwie persönliche Erfahrungen, wie du darauf schließt? Du kannst dich da. Ja, auch viel Diskussion. Ich sehe ja, also ich lege wahnsinnig viel Wert darauf, die Reaktion auf meine Artikel zu lesen. Ist vielleicht so ein bisschen krankhaft bei mir, aber wenn ich einen Artikel schreibe, dann sagen manche Leute, boah, wieso kommt denn da nicht noch einer? Und ich sage ja, weil ich dann 3 Tage lang in den Kommentaren rumhänge und mit jedem darüber diskutiere. Kann sein, dass das nicht sonderlich effektiv ist, aber das mache ich halt mal so. Und da sehe ich halt immer, was für Reaktionen kommen. Und es ist halt ganz oft so, dass wenn man sagt, hier Energiewende ist wichtig, könnte so funktionieren, dann kommen sehr, sehr viele Kommentare, die sagen, so ein Quatsch, lass doch einfach die Atomkraftwerke weiterlaufen. Und da gibt es oft diese Vorstellung, dass wir das ganze Problem jetzt überhaupt nur haben, weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Und ja, wahrscheinlich, weil es gleichzeitig passiert und weil jetzt eben das Thema auch so groß geworden ist. Also ist natürlich ein bisschen anekdotisch, weil ich jetzt nicht weiß, wie die Verteilung ist. Aber das ist so eine Antwort, die ich echt in der Zwischenablage mittlerweile habe, damit ich sie nicht ständig nochmal neu schreiben muss, dass Leute glauben, wir bräuchten gar keine Energiewende, wenn wir weiterhin, ja, was hatten wir? Ich glaube, ein Drittel hatten wir Strom aus Kernkraft, so als es richtig hochkam, so 2004. Und die verstehen auch gar nicht. Viele übersehen dann, dass selbst wenn wir jetzt noch
100 weitere Meiler hätten, dass das ja nur ein Teil der Energiewende wäre. Dann hätten wir halt ganz viel Strom, aber wir hätten halt immer noch ganz viele Benzinautos auf der Straße und unsere ja, Gas- und Ölheizungen laufen halt auch nicht mit Atomstrom. Das fällt halt oft hinten runter. Was ich auch noch interessant fand, du hast auch über Kernkraft da was geschrieben und auch so ein bisschen die Bewertung. Also das fand ich interessant. Du sagtest halt, und das fand ich, war ein interessanter Punkt, weil typischerweise kenne ich so, Kernkraft ist zum Beispiel nicht gut wegen Endlagerung, bla bla bla. Da gibt es verschiedene typische Argumente. Deins war ein bisschen anders und das fand ich interessant. Du sagtest so im Kern, dass wir eigentlich sehr viele AKWs bauen müssten, damit die Energiewende überhaupt klappt und dass du darin das Hauptproblem siehst. Und das fand ich sehr interessant. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern. Ja, das schließt eigentlich ja daran an. Je nachdem, wen man jetzt fragt, wie viel Energie wir in Zukunft brauchen, ist es halt deutlich mehr Strom, als wir momentan erzeugen. Ja, also ich habe mich da auf Volker Quaschning berufen. Es gibt auch da Stimmen, die sagen, der ist ja so optimistisch, wir werden noch mehr Energie brauchen. Kann sein, will ich mich gar nicht einmischen. Der Punkt ist, es ist ungefähr, ich glaube, bei ihm schon dreimal so viel Strom, wie wir heute erzeugen. Und ja, das ist halt der Punkt, was dann oft übersehen wird. Auch wenn wir jetzt noch Kernkraft hätten, dann müssten wir jetzt richtig, richtig Kernkraft zubauen, um auf die nötige Menge zu kommen. Und das vermisse ich auch sehr in der politischen Debatte. Das ist genau, was du sagst. Wenn jemand sagt, ich bin für Kernkraft, dann ist eigentlich immer die Antwort Endlager, Sicherheit. Die eigentlich entscheidende Frage wäre für mich, okay, dann müsst ihr es aber auch glaubwürdig durchsetzen und sagen, ich bin für Kernkraft, ich möchte in den und den Bundesländern so und so viele Kernkraftwerke bauen. Und wenn die das machen würden, glaube ich, weiß ich nicht, wie hoch die Zustimmungswerte dazu wären, die momentan alle sagen, ja, Kernkraft geil, dann sind unsere Probleme alle weg. Deswegen würde ich gerne darauf den Fokus legen, denn ich glaube, wenn wir uns da erstmal drauf konzentrieren, dann ist die Frage, wie viel Konsens zu der Idee es halt überhaupt noch gibt. Und dann können wir uns vielleicht diese zeitraubende Diskussion auch einfach sparen. Ja, ich Eine finde, das ist naive ein Hoffnung. guter Punkt. Also zum Beispiel wird ja auch sehr gerne von diversen politischen Parteien immer Windräder sehr schlecht geredet und dann gesagt, ich will keins neben meinem Haus stehen haben. Da kann man die Frage stellen, Ja. willst du denn AKW in deiner Nähe haben? Ne? Also das wird sicherlich nicht auf 100 Meter in deinem Haus stehen, aber es könnte schon relativ nah sein. Und da, ganz ehrlich, ich würde es Ja. nicht, ich will so ein Ding nicht in meiner Nähe haben. Also keine Ahnung. Also selbst wenn alles super safe ist und so weiter, bitte nicht. Ich Der würde. Gedanke ist nicht toll, ne? Ja, Nee, genau. ist nicht schön einfach. Also lieber ein Windrad, da hätte ich persönlich weniger Probleme mit. Das ist halt der Punkt, genau. Und das, wenn man das antwortet, dann wird das oft als so billiger Take empfunden. Ich will mehr Kernenergie, dann ist die Antwort, ja, willst du denn auch eins in deiner Nähe befürworten? Dann sagen, ja, das ist ja ein doofes Argument. Aber das ist gar nicht so billig gemeint. Wir bräuchten wirklich ganz viele und wir müssten viele Millionen Menschen überzeugen, dass sie in der Nähe, also im Umkreis von, sagen wir mal, 20, 30, 40 Kilometer zu einem leben müssten. Und ich weiß nicht, wie die Zustimmungswerte da wären, aber ich glaube, sie wären schlechter, als momentan der Eindruck ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und also es ist zumindest auch ein Argument. Ich mag solche Argumente zugegebenermaßen auch nicht so gern. Aber es ist jetzt so ziemlich dasselbe wie mit der Windkraft. Ja, also da kann man sich vielleicht da auch noch mal ein bisschen ein Ja, ich weiß auch Späßchen nicht. draus machen. Also vielleicht waren die Leute früher auch ein bisschen robuster und haben ja gesagt, okay, jetzt kommt hier ein Hochofen von ThyssenKrupp in meine Umgebung, ist aber nicht so schlimm. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also früher war es halt ganz normal, dass irgendwie Infrastruktur irgendwo hingebaut wurde und heute sagen wir, nee, wir wollen das aber alle nicht. Vielleicht müssen wir auch als Gesellschaft uns ein bisschen an die Gedanken gewöhnen, dass das Zeug halt irgendwo herkommen muss. Und ja, entweder steht da halt ein Windrad oder irgendwo steht ein Kernkraftwerk. Das, ja. Ja, okay, dann ich gehe nochmal auf ein anderes Thema. Wir hatten, also Geothermie hast du so ein bisschen angeschnitten, das war sehr kurz. Ich finde Ja. es ein wahnsinnig spannendes Thema. Okay. Ich wollte mich dem tatsächlich jetzt sehr bald widmen. Also das steht schon ewig auf meiner Cool. Agenda. Und die Frage einfach, warum machen wir eigentlich nicht viel mehr Geothermie? Ne? Wo gibt es da Potenziale noch, die wir noch gar nicht gehoben haben? Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was. Also das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema. Mit ein bisschen Glück ist vielleicht sogar Thora Schubert an Bord. Das fände ich Ah, ganz cool. cool. Die kennt sich da ja, glaube ich, also zumindest deutlich besser aus als ich. Sie ist ja Geologin. Mal schauen, ob es dann klappt. Wäre schön. Und du sagst halt, dass eine schlagartige Steigerung sehr unwahrscheinlich sei. Und wie gesagt, ich bin gar nicht so drin in dem Thema. Da war Ja. die Frage direkt bei mir, warum? Also kennst du dich da ein bisschen aus? Fände ich auch sehr interessant. Ich habe tatsächlich hauptsächlich bewertet, wie die letzten Projekte so stattgefunden haben. Und da war halt
oft das Problem, dass da Unsicherheiten bestanden haben, was für Risiken damit verbunden sind. Also es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt dieses bodennahe Geothermie und diese Tiefengeothermie. Und so wie ich es verstanden habe, ist für nennenswerte Stromerzeugung ist diese Tiefengeothermie halt wichtig oder die mit sehr hohen Temperaturen halt arbeitet. Und dazu gab es eben einfach gleich 100 Vereine, die alle gesagt haben, Geothermie, aber bitte nicht bei mir, weil das dann angeblich Erdbeben auslöst. Ich sage angeblich, weil so tief bin ich nicht eingestiegen. Ich weiß nur, dass es da einen Verdachtsmoment gibt, der formuliert worden ist. Und ich wohne halt in Wiesbaden, ist berühmt für seine heißen Quellen. Und die haben schon vor 10, 20 Jahren die ersten Leute gesagt, wollen wir nicht einfach die anzapfen und für Energiegewinnung benutzen. Und das ist politisch fast noch aufgeladener als die Windkraft. Und deswegen befürchte ich einfach, dass das rein politisch schon schwierig wird, ja, weil Leute Angst vor Neuem haben. Es sollte jetzt aber nicht heißen, ich will das nicht. Also ich würde mich sogar sehr freuen, wenn wir noch ein drittes Standbein hätten neben Solar und Wind, weil das natürlich auch den Vorteil hätte, dass es eben nicht fluktuierend ist. Also Geothermie ist ja stabile Erzeugung. Also wenn ich da falsch liege, dann freue ich mich total. Dann bringe ich nochmal ein extra Kapitel für die Auflage 5 aus und sage, hier, Geothermie ist vielleicht doch eine ganz coole Idee. Lass mehr machen. Ich hatte nur den Eindruck, dass, ja, dass es politisch noch schwerer umzusetzen als Windkraft momentan. Nee, das kam auch nicht so rüber, also dass du das jetzt irgendwie ablehnst oder so. Also ich fand es so interessant, wie gesagt, weil ich das jetzt auch gerade selber auf dem Schirm hatte und wollte mal hören, was du so dazu sagst. Also wenn du dich da schon... Also es kann auch echt gut sein natürlich, dass die vermeintlich billigen Erdgaspreise natürlich dafür gesorgt haben, dass eigentlich sinnvolle Geothermieprojekte halt gleich, bevor sie überhaupt gestartet sind, gleich wieder beerdigt wurden. Weil irgendwer gesagt hat, ja okay, das kostet ja, was weiß ich, die Bohrung einen sechsstelligen Betrag. Da kaufe ich lieber von Gazprom Gas. Mhm. Und dass das jetzt in den nächsten Jahren doch nochmal anders aussieht. Das, ja, das... eben dieser Markteffekt zuschlägt, den eigentlich am Anfang niemand wahrhaben will, aber in dem Moment, in dem Fossile halt teuer werden, da werden die Menschen dann auf einmal ein bisschen kreativ und dann werden vielleicht Dinge auch nochmal neu bewertet. Also vielleicht können wir auch gespannt sein und ja, auf unverhofftes Glück hoffen. Ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen die Intention, warum ich mir das nochmal anschauen wollte im Detail, ob das vielleicht wirklich eine Option wäre. Ne? Also witzigerweise hat mich der Söder da drauf gebracht. Weil, ja, echt, ja. Das ist kein Witz. Der hat, also eine ganze Zeit lang hat er immer geschrieben, Geothermie hier, Geothermie da. Und ich dachte, so ein Spinner. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, vielleicht hat er ja recht. Ja. Guck's dir doch einfach mal an, ne? Also jetzt hör dem Mann mal zu. Ich glaube, ich habe mich dann gefragt, ob er sich da wirklich so informiert hat. Da bin ich immer ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall mal angucken. Warum denn nicht? Also vielleicht ist das wirklich eine Idee, ne? Aber egal, gehen wir nochmal weiter. Ich denke, da fehlt uns vielleicht auch dann also ein bisschen die Diskussionsgrundlage, weil ich da, wie gesagt, einfach nicht so drin bin. Ja. Weiter hinten ging es dann noch so ein bisschen um Speicherung von Energie und das ist ja so mein Lieblingsthema, finde ich total spannend. Wahnsinnig schwieriges Thema, finde ich sehr, sehr kompliziert und krass auch und unfassbar wichtig. Trotzdem fand ich es interessant und das hat mir echt gut gefallen. Du relativierst ja die momentane Bedeutung des Speicherproblems auch so ein bisschen mit dem Satz, warum wir auch ohne Speicher Wind und PV brauchen. Also du erklärst es dann nochmal so ein bisschen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wird auch viele andere Leute interessant finden. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern. Es gibt zwei Stellen. Es gibt einmal der Speicher, den wir nicht brauchen, glaube ich. Da geht es um Lastmanagement. Mhm. Und das andere ist, wie weit Wind und PV ausgebaut werden kann, ohne Speicher überhaupt zuzubauen. Ich weiß nicht, welches von beiden du jetzt gemeint hast. Ich glaube, die waren relativ dicht beieinander auch. Ne? Okay, also das, was in der Diskussion sehr oft hinten runterfällt, ist ja auch eines der beliebtesten Argumente gegen Erneuerbare, dass jemand sagt, wir haben aber gar keine Speicher, das bringt gar nichts, jetzt noch mehr zuzubauen. Meine Windräder hier in der Nachbarschaft stehen ja sowieso schon still. Und das ist halt ein ganz fataler Irrtum, weil aktuell der Zubau in reine Kraftwerke, also Windkraft und Solarkraft, immer noch deutlich mehr CO2 einspart pro Euro, verglichen damit, als wenn man jetzt Speicher zubaut. Weil ich glaube, da gibt es leider verschiedene Publikationen, die nicht sich ganz einig sind, irgendwo zwischen 75% und 85% ist wohl irgendwie der Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, ab jetzt lohnt es sich eigentlich nicht, noch mehr Wind und Sonne zuzubauen, bevor es nicht irgendwie Speicherkapazitäten gibt. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Wir sind irgendwie bei 50 ungefähr. Das heißt,
wenn wir jetzt noch Wind und Solar zubauen, dann hilft das erstmal trotzdem unheimlich weiter, weil es eben ganz, ganz viele Tage gibt, an denen ja, wir dann noch Potenzial haben. Ja, klar, es gibt dann auch mehr Tage, an denen die ein bisschen stillstehen, aber wenn man sich das in der Mengenverteilung anguckt, dann ist das gar nicht so ausschlaggebend. Dann haben wir trotzdem, also wir können halt damit am schnellsten unseren Strommix dekarbonisieren. Das machen ja andere Länder auch. Also Dänemark ist schon bei 75%, glaube ich. Haben auch ein bisschen bessere Voraussetzungen, ich weiß, dadurch mit ihrer langen Küste und sowas. Nur, die haben ein bisschen mehr Speicher als wir jetzt pro Bürger gesehen, aber so viel ist es auch nicht. Und trotzdem sind die bei 75%. Das ist ja so, ja, also ohne jetzt nennenswert Speicher zuzubauen, können wir den Prozentsatz des EE-Stroms immer noch nennenswert erstmal erhöhen. Das ist so das erste Wichtige. Und das zweite ist eben, ja, dass wenn man sich diese Lastkurve anguckt, die ja wie so eine Sinuskurve ist, das lernt, glaube ich, die Wirtschaft jetzt gerade so ein bisschen, dass man sich daran halt auch gut anpassen kann. Also es wird halt so sein, dass ja, in den zukünftigen Sommern werden wir immer mittags einen großen Peak von Solarerzeugung haben. Und ja, wenn dann eine Windfront kommt, dann werden wir ein paar Tage richtig billigen Windstrom im Netz haben. Und Firmen können sich darauf gut einstellen, indem sie halt alle Prozesse, die nicht zeitkritisch sind, versuchen, daran anzupassen. Das geht natürlich nicht mit allen. Klar, es gibt ganz viele Anwendungen, die können da nicht von profitieren. Ein Rechenzentrum muss immer durchlaufen, ein Operationssaal braucht immer Strom. Aber ich habe da im Buch ja auch ein Beispiel, glaube ich, ne, von irgendwie einer Papierfabrik, glaube ich, die riesige Maschinen anwerfen müssen, um aus den Holzfasern kleinere Fasern zu machen und die richtig fett viel Strom verbrauchen. Und die haben jetzt schon Algorithmen, die halt sagen, okay, nächste Woche an den 3 Tagen ist richtig Windstrom im Netz und dann kaufen wir welchen, oder wir kaufen natürlich jetzt schon irgendwie welchen für dann. Und dann lassen wir unsere Maschinen damit laufen. Und dadurch gleichen wir natürlich unseren Strombedarf an die Stromerzeugung halt ein bisschen an. Und dadurch spart sich natürlich, also dadurch geht der Bedarf an Speichern halt auch runter automatisch. Ich habe da sogar ein ganz schönes Beispiel, also aus dem DIY-Bereich. Ich habe ja einen Kumpel Ja, hier in der okay. Nähe, mit dem bastel ich ganz viel, Riesenspaß. Und er ist nochmal echt, er ist so super kreativ, immer so schönen Lösungen. Und er hat zum Beispiel einen Nachtspeicherofen sich gekauft, also einfach so Ach, ein das habe ich gesehen. Da hast du einen Post saugeil. zu gemacht, ne? Ja, kann sein. Also weiß ich nicht. Ich hatte noch kein Bild von ihm. Ich wollte es mir nämlich nochmal angucken, aber ich hatte es mal, glaube ich, Ja. so ein bisschen erwähnt. Und er hat dann einfach diesen riesen Klotz von Steinen. Und tagsüber am Mittag, wenn er halt sehr, sehr viel PV hat und dann so sagt, naja, das würde ich jetzt einspeisen. Und bevor ich es einspeise, nutze ich es lieber selber. Ne? Also warum nicht? Ja. Ist halt wirtschaftlicher und macht ja auch Sinn, also weniger Wege. Ich finde das auch Ja. legitim. Und dann lädt er diese Nachtspeicherheizung auf und ja, tatsächlich funktioniert das. Die ist dann schön warm und das sehr, sehr lange und konstant und dann bis morgen reicht das. Und dann hat er da irgendwie, also wirklich eine Riesenersparnis, was die Wärme angeht. Das ist so ein Beispiel von so einer Ja. Lastmanagement, ne? Ich nehme mittags, wo ich viel habe und speichere das irgendwie für kurze Zeit und das bringt mir schon wahnsinnig viel. Also so Faxen und das würde helfen, ne? Das geht in Total. tausend Bereichen. Ich glaube auch, wir sind ja, also ich arbeite auch selber sehr stark im Bereich KI und so und ich glaube, dass also Optimierung auch, und das ist ja so ein typisches Optimierungsproblem, ne? Ich muss halt irgendwie zusehen, wie komme ich mit dem, was ich habe, irgendwie zu einem optimalen Ergebnis, und das ist üblicherweise mathematisches Optimierungsproblem, und ich glaube, mittlerweile sind wir da eigentlich so gut, irgendwie sowas zu lösen, dass man da echt eine Menge machen könnte, wenn man die, wie gesagt, die Infrastruktur und alles dafür hätte, und das würde schon echt viel bringen. Also ich glaube, das unterschätzen sehr viele Leute, wie viel das an Potenzial hat. Und da gebe ich dir absolut recht. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist ein sau, sau cooles Thema. Also auch alle Anwendungen, die irgendwas mit Temperatur zu tun haben. Immer wenn irgendwo was erwärmt oder abgekühlt wird, ist es eigentlich irgendwas mit einer gewissen Pufferzone drin. Die ganzen Kühlhäuser in Deutschland. Ich habe gelesen, manche Hochöfen haben sogar so einen gewissen Toleranzbereich, in dem sie laufen können. Und ja, kannst du halt am Mittag, wenn alles voll mit PV-Strom ist, kann man die halt nochmal 200 Grad heißer machen und dann lässt man sie über den Rest des Tages halt ein bisschen abkühlen, aber das ist halt nicht schlimm. Genau, also da können wir wirklich mit dem, was wir haben, es einfach wirklich effizienter nutzen. Und das ist ja eigentlich auch so, das mag ich auch so, weil es so eine elegante Lösung ist. Also ja, in der IT ist man ja auch immer versucht, mit möglichst wenig Programmcode dasselbe Ziel zu erreichen. Und das hat so ein bisschen so eine Parallele, ja. Genau. Ja, das denke ich auch. Also ich finde das auch sehr schön.
Ich denke, was da zum Beispiel ein ganz großer Schritt wäre in die Richtung, wäre halt wirklich so eine tagesabhängige Kosten halt, ne? Also dass halt wirklich die Kosten sich quasi mit dem, also wenn wir halt viel Erneuerbare haben, dass es dann noch günstiger wird und wenn es dann abends oder sowas, ne, dann sag ich mal, der teurere Strom kommt, dass der dann auch teurer wird. Zumindest so im industriellen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es da helfen würde und die Industrie sich dann wahrscheinlich darauf einstellen könnte und würde und dass es vielleicht auch Vorteile bringt, ne? Also Aber zum gewissen Maß ist das doch schon so, oder nicht? Ja, also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, wenn Ja, ich ehrlich okay, bin. ist es. Also Das stimmt. Aber also tendenziell kann man zumindest sehen, dass die Börsenstrompreise, wenn halt richtig viel Wind im Netz ist, dann ich folge mal hier dem Energy Charts Account auf Twitter und ja, den. da sieht man halt, okay, wenn wir so eine richtig krasse Windwoche haben, dann sind wir halt schon echt deutlich ganz, ganz weit unten von den Preisen in Europa. Ja. Ja, genau. Ich glaube, man hat aber im Moment nicht diese, also man hat eine sehr starke Mittelung, ne? Also das ist, Genau, glaube ich, so ein bisschen genau. das Problem. Und das wäre halt ganz cool, wenn zumindest für gewisse Bereiche die so raus wäre, dass man halt wirklich dann diese Taktung mitnehmen kann. Aber Das stimmt, ja. ich bin da jetzt auch echt kein Experte. Ich finde Strombörse, das ist auch für mich immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ah, Also ja, furchtbar. es ist echt komplett, also echt krass, wer Das sich damit auskennt. beruhigt mich total. Immer wenn ich was von Strombörse lese, dann sagt jemand, ich erkläre es euch jetzt mal in ganz einfachen Worten und nach dem dritten Tweet steige ich komplett aus und denke, was? Was? Moment. Und ich meine, also ich habe BWL studiert, ich habe zumindest mit Zahlen eine gewisse Affinität und trotzdem die ganzen Begriffe und dann denke ich mal, okay, ich versuche es nächste Woche nochmal. Ja, ich habe, es ist mir auch oft irgendwie zu weit weg irgendwie von dem Strom dann. Also dieses Wirtschaftssystem, das dahinter steckt, das ist, ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich so als Naturwissenschaftler, das muss irgendwie direkt und anfassbar und das ist mir dann schon zu weit. Also, aber ist wahrscheinlich nur eine Sache, mit der man sich mal entsprechend beschäftigen Ja, müsste und ich werde es auch auf jeden Fall noch machen. es ist auch wahnsinnig spannend, ja. Okay, Speicherkonzepte. Da hast du tatsächlich einige genannt, fand ich dann auch sehr interessant, weil die stelle ich total gerne vor. Das ist, also ich mache Habe ich das gar gesehen. nicht, weil ich da jetzt irgendwie Werbung für machen will oder so, sondern ich lese dann so ein Paper und denke mir, oh, ist das geil, ist das interessant und das muss ich einfach zeigen. Ne? Ich bin auch nicht, also oft unterstellen die Leute mir dann, das wird doch eh nichts und so und ich denke mir, ja, kann sein, aber es ist interessant. Ne? Also guck's dir mal an, das ist ein saucooles Konzept. Und vielleicht wird es ja doch was, ne? Also ich will es einfach nur vorstellen und ich finde es einfach spannend und keine Ahnung, ich bin dann so ein Typ, ich will das dann erklären irgendwie, was. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Es gibt ganz viele Seiten, die solche Konzepte vorstellen, als wenn das morgen weltweit eingesetzt würde. Und das machst du sagst ja nur, guck mal hier, das ist das Konzept. Und wenn es funktioniert, wäre cool. Und wenn nicht, ja, schade. Aber das ist doch total legitim zu sagen, guck mal, das ist ein Konzept. Also was ist cooler, als erstmal Konzepte vorzustellen? Ja, schon. Also es ist auch so ein bisschen vielleicht das YouTube-Ding, dass man mit dem Naja. Titel, wie du schon sagtest, da hast es, glaube ich, noch mal viel schlimmer auf YouTube. Also da Stimmt. ziehen, also Clickbait und dass es zieht und so. Also da wirklich eine schöne Waage zu finden, ich finde das auch immer absolut heftig. Also keine Ahnung, ich bewundere Menschen, die das gut können. Ich finde das immer ganz, ganz schwer und habe immer das Gefühl, ah, das ist jetzt zu krass, das klingt zu hart oder. Ja. Und irgendwie da eine gute Waage zu finden, ist einfach immer ganz, ganz schwer. Also ich glaube, viele Leute denken sich immer, ich hätte den Titel aber so gemacht. Ja, das kannst Ja, du, aber ja. dann guckt es keine Sau mehr. Ne? Das ist halt dann auch das Genau. Problem. Und da muss man eine gute Waage finden. Das ist wirklich schwer. Also, Das stimmt. aber zurück zu den Speicherkonzepten. Du hattest so im Wesentlichen Batteriespeicher genannt, E-Autos auch wirklich dann später als, also zumindest gewisse Als Grid so ein Prozentsätze bisschen. des Akku, genau, das Vehicle to Grid, ne, finde ich auch eine schöne Idee. Redox Flow Batterien hattest du, das fand ich auch sehr interessant, das ist ja schon sehr spezifisch auch. Dann hattest du noch Energy Vault genannt mit den Kränen, irgendwie diese Gravitationsspeicher. Also es sind ja alles Konzepte, Ja, ne, wie gesagt. genau. Ich fand Energy Vault ganz interessant, weil die halt wirklich schon jetzt eine Location halt irgendwo bauen. Ich weiß, das heißt auch noch nicht, dass es funktioniert, aber immerhin sind sie schon einen Schritt weiter. Deswegen fand ich es irgendwie ganz interessant, ja. Ja, es gibt ja ganz viele Gravitationsspeicherkonzepte. Also man kann ja einen Zug rauf und runter fahren lassen Habe und ich auch keine Ahnung, gesehen, kannst ja ja. alles Mögliche machen. Also das ist ja Ja. recht simpel und lässt sich wahrscheinlich recht viel gut umsetzen. Naja, wenn du den Platz hast, ne? Und Ja, die und genau. Platz ist da, glaube ich, mal das Thema. genau, das ist, glaube ich, also für eine Wüste oder so wäre das wahrscheinlich, was die ein bisschen Gebirge hat oder so, vielleicht gar nicht so schlecht. Power to X hast du natürlich genannt, also die Umwandlung von Energie und gewissen Grundstoffen in jetzt irgendwelche Energieträger wie Wasserstoff, Methan oder ähnliche Gase oder auch Flüssigkeiten, die wir dann später irgendwie wieder nutzen können.
Was ich interessant selber finde und was mir ein bisschen gefehlt hat, sind so thermische Speicher oder thermoelektrische Ja. Speicher. Da kommt ganz viel, ist keine Kritik. Ich kann das verstehen, dass man nicht alles nennt. Es gibt tausend Sachen und so. Aber vielleicht ein interessantes Thema auch für dich. Also nur noch mal als Vorschlag einfach. Da ich tatsächlich mit dem Professor Hundhausen ein paar Videos schon zugemacht, hat aber Aha, wirklich Spaß okay. gemacht. Ja, also der ist ja auch immer so, der macht das sehr gerne und findet das auch Ja, immer ich habe es schon spannend. gemerkt. Er bastelt auch selber dann an den Sachen rum und sagt, Ja, okay, ich ja. mache es einfach mal, ne? Ja, Genau. Und er hat ja. immer so diese wunderbar einfache, nicht einfach vermeintlich, sondern diese Physikersicht, ne, wo dann alles immer Ja. so auf diese Grundgleichungen runterbricht und dann so sagt, so ist die Bilanz. Und das ist der Hammer. Ich finde das immer, ich liebe das irgendwie. Das ist so schön Ja. einfach. Also ich komme ja eher so Ja. aus dem Ingenieurswesen und da denkt man auch viel zu kompliziert, ne? Also das ist irgendwie sehr, sehr nett und oft hilfreich. Also. Ich glaube, ich hatte einen Teil im Kapitel noch über diese Wärmespeicher, die in Dänemark gebaut worden sind, dass die da machen die Solarthermie und heizen da so ein riesiges isoliertes Wasserbecken irgendwie auf und dann nehmen sie sich die Wärme im Winter wieder. Ich habe dann nur einfach am Ende ganz wenig belastbare Zahlen zugefunden, wie viele das sind. Und die Projekte waren auch alle recht alt schon. Deswegen hatte ich mich ein bisschen gewundert und wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie gerade die Technologie ist. Und dabei haben sich die Dänen schon entschieden, dass das aus welchen Gründen auch immer jetzt doch nicht mehr das Ding ist. Ja. Ja, also ich weiß, so bei uns wird echt viel, viel geforscht daran. Also so diese ganzen thermischen oder thermoelektrischen Speicher, das ist schon ein großes Thema. Aber es ist auch schwer, ne? Also du hast da zig Probleme. Es sind ja oft irgendwie geschmolzene Materialien. Du musst dann Umwälzpumpen haben, die dann damit klarkommen. Das muss wirtschaftlich sein. Abwärmeverluste, das heißt, es macht erst Sinn, wenn es eine sehr, sehr große Anlage ist, weil Genau. die Verluste dann im Vergleich zur speicherten Energie halt sinken. Und das ist halt sehr interessant. Also da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Also mal sehen. Ja, ich Und auch total. Ja. was ich mich aber trotzdem gefragt habe, und das ist jetzt einfach eine ganz spekulative Frage, also da kannst du, wie gesagt, Ich meine. was schätzt du? Also was wird es werden? Oder hast du eine Idee, wie der Mix vielleicht aussehen könnte? Oder wird es überhaupt ein Mix? Also wie schätzt du das ein? Wie gesagt, gerne Also, spekulieren. okay, dann schieße ich jetzt komplett ins Blaue. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass für die ganz kurzfristigen Dinge Batterien einfach wirklich einen großen Platz einnehmen, weil die schon so weit sind. Ich glaube, dass die vielleicht gar nicht, weil es die intelligenteste Lösung ist, sondern weil die jetzt wirtschaftlich schon so auf so festen Füßen stehen. Ich war letzte Woche auf der IAA Nutzfahrzeuge. Und es war total krass zu sehen, wie viele große Hersteller auch bei Nutzfahrzeugen jetzt schon auf Elektro halt umswitchen. Da war echt alles, von Betonmischern bis über Müllfahrzeuge, riesengroße Dinger von Scania LKWs mit, ich glaube, 400 Kilometer Reichweite oder sowas. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, krass, die müssen echt die ganze Batterieproduktion super hochskalieren und ja, können wir ja vorstellen, dass die Stückkosten dann so runtergehen, dass es andere Technologien ein bisschen schwer haben. Aber ich vermute trotzdem, dass es bestimmt lokal, regional dazu kommt, dass irgendwelche Kommunen sagen: Pass mal auf, wir versuchen das so, keine Ahnung, eben mit einem thermischen Speicher. Oder die haben dann einen Block als Kraftwerk und verfeuern da irgendwas anderes drin oder sowas. Ich glaube nur nicht, dass es. Ich glaube, das sind so Sachen, die dann kleinteiliger irgendwie eingesetzt werden und nicht so als große Lösung bundesweit irgendwie in irgendwelchen großen Standorten. Was hast du? Ja, ich finde es auch, also ich denke halt Kurzzeitspeicher, wären es Batterien, wäre jetzt auch meine Einschätzung, weil, also ich sehe da viel Potenzial, wie du sagst, ne, da ist einfach eine wahnsinnige Industrie jetzt schon hinter, die sehr günstig sind. Da kommen echt ganz, ganz spannende, das hast du auch erwähnt, Natrium-Ionen-Akkus, da Ja, kommen genau. Konzepte, die wirklich gut sind, ne? Also finde ich, die haben viele, viele Vorteile, also sie sind relativ sicher, ne? Man hat auch diese, sag ich mal, Materialproblematik nicht mehr so stark. Natürlich brauche ich auch dafür Materialien, aber die sind recht gut da und auch in Ja. großer Zahl noch. Ich hoffe, wie gesagt, ich bin immer direkt so, bitte mach sofort Kreislaufwirtschaft, denk doch Nee. jetzt schon da dran. Also, ne, aber Rennst mir offene Türen ein. Weil wann genau. immer ich sehe, dass jemand sagt, wir machen das jetzt mit der neuen Technologie, dann gucke ich immer an, was für Elemente da drin sind und denke so, okay, können wir das bitte so machen, dass die nicht alle auf der Müllkippe landen, sondern für die folgenden Generationen auch wieder benutzt werden können. Ich denke auch, Ich ja. habe denselben Struggle. Ich vermute aber auch, dass da politisch viel passieren muss, weil, Ja. also warum sollte eine Firma das machen, wenn die sowas produziert, Akkus produziert, warum soll die sich um Recycling kümmern? Also ich meine, die denken Stimmt. wirtschaftlich, das ist so, also da braucht man jetzt auch nicht
das irgendwie schönreden. Oder es ist einfach so, es ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Es ist halt einfach das Ziel einer Firma, meistens Geld zu Ja. verdienen. Und das ist auch irgendwie legitim, so ist unser System. Da muss es halt für alle irgendwie gleich sein. Also wenn jeder das machen muss, dann hat ja keiner Nachteile dadurch. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, das wäre sehr wichtig, dass da mehr passiert. Aber egal, zurück zur Frage. Wie gesagt, das sehe ich so. Ich finde Vehicle-to-Grid ganz spannend. Da frage ich mich immer so ein bisschen, ich bin mal gespannt, wie viel Potenzial das wirklich hat. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil also die meisten Leute wollen vielleicht gar nicht so viel von ihrem Akku dann auch abgeben und so weiter. Also da muss man mal gucken, wie das dann läuft und wie viel Potenzial da letztlich ist. Aber ich denke schon, dass es eine Rolle spielen wird. Mittelfristige Speicher, ja, da glaube ich, mal gucken, was da kommt. Also da bin ich mal sehr gespannt. Also da sehe ich eigentlich so noch so ein bisschen das große Fragezeichen. Langfristige Speicher, da wird wohl nur so Power-to-X bleiben, ne? Also da sehe ich eigentlich praktisch keine Alternative. Also so wäre jetzt meine Einschätzung. Thermische Speicher bin ich sehr gespannt. Die könnten vielleicht diesen mittleren Teil ausfüllen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ist echt geraten. Also Ist auch total schwer, da irgendwas zu finden. Ich habe gesehen, es gibt irgendwie so ein Projekt von der vom DLR mit so geschmolzenem Salz, was dann irgendwie benutzt wird. Also es wird auch aufgeheizt und dann später wieder ja, in alten Kraftwerksinfrastrukturen, also ganz normal per Dampf verstromt. Klingt auch total cool, aber dann sagen auch alle, okay, geschmolzenes Salz, da habe ich mal eine Frage als Material, ja, Wissenschaftler, was da dem standhalten soll. Also ja, das ist eben, da sind super viele Fragezeichen. ja, klar. Aber da gibt es tatsächlich auch Dinge, wie man es macht. Das ist jetzt auch nicht, als wäre das unmöglich, sonst würde man nicht daran forschen. Ne? Also ein paar Ideen haben die schon. Möglich nicht, der sagt nur, es könnte halt dann sehr teuer werden. Das ist Ja, die na kritische klar, Sache. keine Ja, genau. Frage. Ne? Aber warten wir es mal ab. Also da fand ich Ja, halt diese thermoelektrischen Sachen relativ interessant, weil die dieses Problem nicht so stark haben. Ne? Also du ja. musst quasi nur noch die Wärme transportieren und nimmst dann die Infrarotstrahlung und packst sie praktisch auf so eine Art PV-Modul oder so eine kleine Solarzelle, die halt Infrarotstrahlung besonders gut umsetzen kann. Also besonders diese in den höheren Temperaturen. Und damit die haben die ja wirklich hohe Wirkungsgrade erreicht. Und das war echt geil. Also fand ich. Wie hoch sind die gekommen? Boah, müsste ich nachlesen, aber das. Also roundabout. Ich Na gut. müsste ich nochmal nachgucken. Also weiß ich gerade echt nicht auswendig. Also Gesamtwirkungsgrad war Ja, okay. nicht so schlecht und die Wirtschaftlichkeitsfläche war auch nicht so ganz verkehrt. Aber wie gesagt, mir ist das auch zu spekulativ. Ne? Ja, Das, okay. es existiert noch keine einzige Anlage und eigentlich haben die Dinger nur Im Labor. in Labor getestet. Also Ja. das ist natürlich noch ganz früh. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, weiß ich gerade nicht, deswegen. Das war's von meiner Seite schon. Ich glaube, wir Ja. haben auch echt viel durchgemacht, Ich glaube oder auch. viele Themen durchgehabt jetzt hier. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Sehr gerne. Also auch danke für deine ganze Arbeit als Graslutscher, als Blog, finde ich ganz toll. Also Ey, auch Dito. vielen Dank für das Buch. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand es echt ziemlich cool. Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Ich finde es sehr konstruktiv und Danke. auch positiv geschrieben, was, glaube ich, in heutigen Zeiten nicht so einfach ist. Und das schätze ich auch sehr. Das finde ich, wie gesagt, eine schöne Sache. Was ich auch persönlich nochmal wirklich hervorheben möchte bei dem Buch, ist, dass man es als Laie, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen kann. Also ich glaube, es hilft einem, wenn man wirklich so denkt, was ist da los? Was soll das Ganze mit der Energie, mit den Autos? Wie soll das funktionieren? Ich glaube, wenn man die Fragen hat, dann ist man da, glaube ich, echt gut bei dem Buch aufgehoben. Das hilft sehr. Und da sehe ich auch wirklich die große Stärke deines Buches, dass es echt gut verständlich ist. Das hast du schön erklärt. Das Ne? Und freut mich. Das war nämlich das Hauptziel an der Sache. Ja, ist klar, dass das manchmal sehr positiv formuliert ist. Einfach, damit Leute auch ein bisschen dranbleiben und ja, so ein bisschen aus der Lethargie rauskommen und merken: Okay, da geht noch was. Ich will damit nicht sagen, es ist alles gelöst, aber ich glaube, dass die Chance trotzdem größer ist, als manche Leute denken. Ich glaube, manche Leute sind fest davon überzeugt, dass alles jetzt schon verloren ist, egal was wir machen. Und das glaube ich ja wirklich nicht. Nee, das sehe ich auch so. Also ich denke, wir haben die Möglichkeiten, es existiert ein Plan und der ist nicht dumm. Wir müssen ihn einfach machen. Das ist eigentlich so alles. Ne? So sehe ich das auch. Ich frage mich manchmal, wie als Menschheit einfach kulturell, gesellschaftlich, politisch schon so weit sind, das zu schaffen. Also da sehe ich die größten Probleme, diese Streitereien, diese Probleme, diese Ungerechtigkeiten auf der Welt, die herrschen.
ist noch ein weiter Weg, leider. Ich hoffe sehr, dass wir das schaffen. Es wäre sehr schön, auch für meine Kinder insbesondere. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Erkenntnis, denn also das sehe ich nämlich ganz genauso. Ist nur was, was viele Leute eben nicht so sehen. Viele denken, der Bottleneck sei Technologie, Geld und Fläche. Und das stimmt halt nicht. Ich glaube auch, der größte Bottleneck ist Wille und ja, dass wir als Gesellschaft uns auf ein Ziel einigen und sagen, das ziehen wir jetzt durch, ohne, ja, keine Ahnung, vorher schon in Perfektionismus zu verfallen oder halt zu sagen, weiß ich nicht, das wollen wir aber alle nicht, weil wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also technisch würde ich sagen, das ist nicht das Problem. Also das könnten wir, glaube ich, jetzt schon. Ja. Da denke ich, da sind wir eigentlich schon weit genug und es wird noch besser. Also ich glaube, da werden noch viele, viele schöne Dinge auf uns zukommen, die uns das noch deutlich erleichtern werden. Und das ist auch wichtig, aber theoretisch wird es auch jetzt machbar. Also das Ja. sehe ich auf jeden Fall so. Ich finde aber die positive Einstellung ganz gut, weil ich finde viele Bücher, und das mag ich nicht so gerne, die schrecken mit so krassen Hiobsbotschaften ab. Ne? Das war's jetzt. Also es ist wirklich teilweise so extrem negativ und so, das ist so schlimm alles. Und das muss ich zugeben, stimmt ja auch ein Stück weit, aber es ist manchmal auch dann anstrengend zu lesen einfach. Und es geht ja auch darum, dass man es das versteht, dass man da reinkommt. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt die Leute alle in pure Angst versetzt und so finde ich, hat man eine Möglichkeit, die Leute auch in die Lage zu versetzen, zu denken, es gibt Hoffnung, wir können das schaffen. Und das finde ich irgendwie wesentlich konstruktiver und glaube, dass es mehr hilft, als wenn man sagt, das wird alles scheiße und wir haben keine Chance mehr. Hier kommen die Klimakipppunkte, wenn wir die erreicht haben, war es das und so Dann ist alles weiter. vorbei. Ja, Lass es genau. doch probieren, wir wissen es noch nicht. Also ehrlich gesagt, probieren geht über studieren. Und es gar nicht zu probieren, ist sicherlich das Allerdümmste, was man tun kann. Also. Genau das ist der Punkt. Also letztendlich sind solche, ja, dieses Framing, entweder wir schaffen das oder es wird alles eine Katastrophe, das können halt sehr schnell so self-fulfilling prophecies werden, ne? Wenn die Leute alle davon überzeugt sind, es wird sowieso nichts. Ja, dann ist die Motivation, irgendwas zu tun, auch eben ganz, ganz gering. Und das ist natürlich dann, ja, wie soll ich sagen, also ja, dann bestätigt das natürlich so ein bisschen, aber eigentlich ist es halt eine sehr destruktive Geschichte dann. Und selbst renommierte Klimaforscher, ich habe Professor Rex zugehört irgendwie letzte Woche, der hat super erklärt, wie gefährlich Kipppunkte sind und wie das in der Arktis aussieht und so, hat aber am Ende auch gesagt, Leute, das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen, das heißt im Gegenteil, wir müssen es jetzt anpacken, denn dann schaffen wir das noch und hat auch geschlossen mit einem Chart, wo man sieht, es ist alles noch erreichbar, es ist alles noch drin, nicht diese Nachricht so verstehen, dass man, dass alles doomed ist. Ja, genau. Ja, sehe ich genauso. Also da bin ich total bei dir. Das wäre es von meiner Seite aus. Also wie Cool. gesagt, vielen Dank und gerne wieder. Ja, genau. Zum nächsten Buch spätestens. Dann in der Biodiversität. Ja, Ja. okay, das ist gar nicht ein krasses Thema, aber. Ja, ist es auch. Ja, vielleicht 2025. Muss ich noch ein bisschen recherchieren. Ja. Alles klar. Cool. Gut, Vielen dann Dank, ne? Bis macht's dann. gut. Ciao. Ciao.